7.4.2019 sind Katrin, Alfred, Toni und ich zusammen an die Diepeschwarter Mühle gefahren, um nach Großforellen zu angeln. Die Wettervorhersagen für den Tag waren auch sehr gut, es sollte trocken bleiben mit bis zu 20 Grad. Was man hier an der Oberfläche schwimmen sieht, sind Ablagerungen, die vom Grund bei Luftdruckwechsel nach oben steigen und dann wie kleine Inselchen durch die Gegend treiben. Dadurch wurde das Schleppen mit Kunstködern, Spoons, Gummi sowie auch mit Teig erschwert. Hier könnt ihr auch meinen selbstgebastelten neuen Bissanzeiger sehen. Ich hatte vorher ein Modell als Einzeldreibein, jetzt habe ich mir eins gebaut, was ich direkt an mein Stativdreibein bauen kann. Es ist demontabel und kann es relativ leicht in alle Richtungen einstellen. Leider kam es an diesem Tag nicht zum Einsatz, da ich keinen einzigen Biss auf Grund bekam. Ah, da können wir eine Felle da bauen. Dann kannst du die kleben machen. Hast du den Baum geschmückt? Ja, ja. Da wollte ich mal wieder Schuhkühlen bringen, damit der hinten reinkommt. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack an Fotos, was wir in dem Video fangen konnten. An dem Tag sind auch viele große Lachsforellen gefangen worden, rechts und links neben uns von unseren netten Mitanglern und sogar ein Stör über 10 Kilo. An dem Tag waren auch sehr viele Stammkunden der Anlage zu Besuch. Man konnte genau erkennen, dass die Kollegen wussten, auf welcher Höhe und mit welchen Ködern die Forellen an dem Tag zu überlisten sind. Es sollte auch nicht allzu lange dauern, bis mein Nachbar links zur Seite die erste Forelle am Band hatte. Geil! Geht ja schon gut los, wa? Ja, auch unerwartet, ne? Ja. Ich hab deine Rutte. Ich bin quasi perfekt. Spoon oder Gummi? Gummi. Spoon? Gummi. Gummi? Ja. Das ist eine schöne. Ja. Machen wir ein kurzes Spiel, brauchen wir nicht zu lang. Ja, machen wir nicht lang. Dankeschön. Gerne. Dann sagst du, es läuft, ne? Da, zack hier. Die nächste. Letztes Mal habe ich nur eine gefasst. Einen Biss gehabt und den habe ich auch noch versammelt. Alter, das gibt's doch gar nicht. Wie attackiert er das Ding? Ey, hast du gesehen, ist nachgegangen, ne? Wie attackiert dann dauert, aber schluckt nicht, ne? Hallo. Hi. Ah, noch keinen Zupfer gehabt. Der Kollege hat schon eine schöne große, eine kleinere. Mhm. Hinten der hat eine große. Die ziehen hier am Rand vorbei, gar nicht so weit. Ja. Ja, ich glaube auch. Ja.
Ja, vor allem, die sind auch schon aktiv direkt. Also, beim letzten Mal haben sie länger gebraucht. Nächste große. Ah, normale. Immer, ja. Kannst halt die Schnur ein bisschen absinken lassen. Ich habe hier eine sinkende drauf. Die legt sich dann schön auf Grund. Dann hast du weniger Tüttel, wenn du eine drin hast. Ne? Wie machst du das eigentlich, wenn du den Biss kriegst? Stoppst du ab? Gibst du nach? Ich guck mal, je nachdem, wie sie beißen. Wenn sie jetzt richtig draufknallen, die Hut ist direkt krumm, kannst du eigentlich durchkurbeln. Kannst du nicht durchkurbeln, ne? So. Wenn du jetzt merkst, die halten hinten immer nur am Schwänzchen fest, zup, zup, zup. Manchmal gehen die 10 Meter nach. Ne? Da hast du so 5, 6, 7, 8 Mann. Oh, da. Das hatte ich bei der Großen gehabt zum Beispiel. Ne? Die hat auch ein paar Mal nachgepackt und dann bin ich immer wieder zurück. Ich kurbel langsam bei, merke dann ja, ob sie irgendwann nimmt. Wenn sie dann mal nimmt und ich halte dann manchmal ein bisschen, sag ich mal, die Schnur locker und dann merke ich, jetzt nimmt sie ihn richtig und dann kriegt sie eine geschellt. Ne? Die kommen recht gut an. Ja, ich denke, das ist zwar ein Haufen Arbeit, immer nachbearbeiten. Das glaube ich dir. Das sind 2 Tage nachmittags. Ne? Wenn ich dann, mache ich unter der Woche dann, ich fange, Sonntag mache ich gar nichts mehr. Das ist mir einfach, also jetzt nach dem Angeln. Ne? Ich versuche die mal in einer Woche hochzuladen. Ja. Dann sind sie noch einigermaßen aktuell. Ne? Wenn da schon 2, 3 Wochen rum sind, dann ist es schon zu lang her. Genau. Ich finde das echt gut. Vor allem, wenn man selber hier angeln geht. Ne? Ja. Ja, hat man so ein, so ein paar Ratschläge oder Tipps, die schaden ja nie, ne? Richtig. Hast du Biss auf Grund? Ja. Die Pose steht da. Nee, die war gerade weg, siehst du? Ach da, ja. Ja, jetzt sieht's ab. Ja. Ich glaube, ich muss meine Grundroute auch weiter rein und ich habe die ein bisschen weiter rausgeworfen, weil mal kriege ich meine Bisse immer auf der Höhe von der Insel. Hab ich auch. Oder direkt an der Insel, ne? Aber die sind aber heute alle hier 5, 6 Meter im Uferbereich. Mal einen Spoon dran. Ah, bis. Ja. Nein! Was ist das denn? Ja. Scheiße. Das reicht aber noch nicht. Nee, das war ein Gummi, aber trotzdem, das hatte ich noch nicht. Da muss eine Kitsche drin gewesen sein. Ach Mann. Gibt's doch nicht. Bestimmt mir irgendeine Macke reingehauen, wie ich den mit dem Haken der Zange gelöst habe letztens. Scheiße. Ach nee. Mal gewinnt man, mal verliert man. Hm? Ja, die hatten ordentlich genommen. Das war. Naja. Das hatte ich echt noch nicht. Dass mir eine direkt am Wirbel abgegangen ist. Ich hab Gummi. Mhm. Ha? Ja, der Nachbar fängt alles auf Gummi. Da habe ich gedacht, Gummi ist gar nicht so schlecht heute, ne? Man ist ja nicht beratungsresistent. Ha? Ja, ja. Ja. Alles im grünen Bereich. Einer bleibt mal übrig. Danke, Toni. Und den fange ich ja nicht, ne? Ah.
Das ist nicht schön. Aber auch auf den Lachsfarbenen, ne? Lecker Erdbeer. Ne, jetzt habe ich... Der bleibt jetzt dran. Ja, der bleibt jetzt dran. Da war der Biss drauf, jetzt geht es weiter. Anderes Köpfchen. Und ab die Post. Ich will ja mein Gummi wieder haben, den fange ich jetzt nochmal. Darf nicht wahr sein, ey. Ich habe mich gar nicht fest angehauen. Nee. Die waren ja nicht mal rund. Nee. Und die ist voll parabolisch, die dreht sich ja wie im Kreis, ne? Das habe ich gerade schon gesehen, also ja. Vermutet, ne? Ja. Mittlerweile habe ich die Erfahrung gemacht, die Gummis nehmen sie einfach besser, ne, wie die Spoons. Mhm. Dann packen sie ein paar Mal nach, das ist weicher, das hat Aroma. Und den ganzen Tag über lässt du auch. Auch hier nach vorne. Das ist eine richtig schöne große gewesen. Hier vorne direkt. Ja, hier vorne, mit vom Uferwerk war die gerade. Da habe ich ja einen Akku dran unten, eine Powerbank, habe eine Karte drin, die kann 8,5 Stunden aufnehmen, eine SD-Karte. Mikros rein, ne? Ja, ja, ich mache dann meistens einen Abend zu Hause, packe ich mit ihrem Fernseher zu Hause. Ah, auch Mottek hier. Nee, er hat drüber gezogen, hat dann rausgeholt. Jetzt habe ich mal ein bisschen Platz hier, wo kein Dreck ist. Da müsste jetzt Fisch bringen. Ja, jetzt zieht schon rüber, dann kann ich hier in Ruhe. Ja, ich weiß auch ungefähr, in welcher Tageszeit oder in welchem Bereich die gebissen haben. Das geht dann ganz gut, dann kann ich mir das schon so vorbereiten. Dann wird erstmal zu Hause auf dem Zettel aufgeschrieben, auf dem DIN A4 Blatt, welche Minute, und dann fange ich später an zu schneiden. Und dann kommt halt noch die ganze Nachvertonung nachher. Das zieht sich dann. Petri! Die hat locker 5 Kilo. Mhm. Die hat sie. Teig? Ja, jetzt geht's. Und schöne. Macht er? Hast du noch? Ja. Ach, Scheiße. Na, mach langsam. Jetzt ist er wach geworden. Aber ist ein schöner Toni. Ja, 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 ja. Schön, lecker in Sommer. Arsch, ja, ja. Trotzdem ist es schön, darf ich ja schon mal sagen. Das ist nicht gut am Rohr. Ja. Machst du nix. Aber die weiß genau, wo sie hin will, ne? Ich glaube, die hat sich da eingewickelt, ne? Gucken, ob ich die am Rohr kriege. Wo ist denn jetzt hin? Ach, die ist hier unten durchgeschwommen, ja. Musst du beikurbeln, Toni. Ja, weiter, weiter. Jetzt kommt die hier vorne hin. Ah, mal langsam, Toni, mal langsam. Ja. Vorsicht. Ja, warte, 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 warte. Jetzt kannst du langsam kurbeln. Die ist echt durchgeschwommen, das blöde Vieh, ne? Ja,
Nee, die ist da vorne, da ist die. Ja, das Rohr ist relativ glatt, da passiert nichts. An dem Rohr passiert nichts. So viel Reibung hat die nicht. Pitch durch, Toni. Pitch am besten ab, dann tust du mal einfädeln. Und mal Vorfahrt ab, warte. Ist ab? Nee. Was eine Aufregung hier, leck mich am Arsch. Hier, Toni, hau rein. Das beste Beispiel für ein gutes Miteinander am See ist, wenn mir die Angelkollegen ihre Topspoons zeigen und nicht daraus um ein Riesengeheimnis machen. Wow, aber bei der Tiefe hier 2,5. Nachdem die Bisse auf Gummis und Spoon ausblieben, wechselte ich nochmal zur Schleppboote und versuchte damit mein Glück. Der Großteil der Lachsforellen wurde alle ufernah gefangen. Ich sag mal gut und gerne, vielleicht maximal 7-8 Meter von der Kante entfernt. Ja. Geht spazieren, links und rechts.
Das ist ein schöner. Also drin, ja. Petri, ja, der ist drin, der ist drin. Jetzt ist er drin. Petri. Da kannst du Fisch zu sagen. Da kannst du Fisch zu sagen. Oder hast du einen? Nee, noch keine. Die ich dran hatte, die ist mir direkt abgerissen beim Anhauen. Ja, das hat sie ja schon gesagt. Okay. Nee, schwierig. Ja. Aber geht noch. Bin da guter Dinge. Ja, ist ja mal früh. Ja. Ist ja wirklich schon früh. Haben wir jetzt 10 Uhr gerade erst. Ja. Ich muss ja jetzt vorne nach Kilo bezahlen. Lange Rute. Was war eine lange Rute? Eine Bienenmade. Ja, für Stippen will ich es auch nicht unbedingt. Hä? Stippen will ich es auch nicht unbedingt. Nein, nein. Vor dem Maul einfach nur ein bisschen zupfen mit der Bienenmade. Das klappt mal. Da steht dann eine. Ja. Nach vorne. Ja. Ja. Lange Rute. Eine Bienenmade auf dem Haken oder vor dem Maul. Der Eugen kann das gut. Windstille. Aber gar nichts. Guck mal, hat er. Das gibt's gar nicht, ey. Wie denkst du da, ne? Voll die Nase gehalten. Okay, da kannst du doch immer sagen, die wollen nicht gerne. So läuft das.
Um den Ablauf bzw. Mönch hielten sich die ganze Zeit auch ein paar schöne Forellen auf. Ich nahm die Gummirute, stellte mich oben auf den Mönch und konnte so auf Sicht eine schöne Lachsforelle überlisten. Die zweite große von meinem Nachbarn auch wieder auf Gummi gefangen. Hier kann man auch schön sehen, dass sich die Forellen links in dem Eckbereich aufhielten und sich dort unter dem Treibgut an der Oberfläche oftmals versteckten. Thank you.
Also, gerade reingeschmissen, eine dran gehabt. Ja, abgegangen. Da sag ich, aber das ist doch viele Hersteller. Ja, so viele Hersteller. Das meine? Kathrin. Oh. Ja! Ja! Komm drauf! Jawohl! Das war ein Alarmbild. Das war wahrscheinlich diese 6 Kilo da. 8 Kilo Lachsforelle. 10 Kilo, 20 Kilo. Ist der Kasse ein bisschen schneller. Aber eben hatte ich ein bisschen kleiner. Keine Ahnung. Hier ist die Angel drin. Einfach oben drüber. Hoch. Dann haben wir ja noch gespitzt, wo das Rohr ist da hinten. Auf was hast du gefangen? Einfach nur Bienenmaden am Grund. Ich hab gedacht, da weiß eh. Nach einem Drill von über 20 Minuten an einer leichten Forellenmontage mit dem 18er Vorfach konnte Kathrin einen schönen 8 Kilo Karpfen landen. Petri! Hier kam auch eine der Großforellen, die ganze Zeit im Laufe des Vormittags ufernah an der Oberfläche schwamm, wieder vorbei. Wir werfen vier Runden aus. Dann auf einen Punkt. Super. Was hast du hier, die draufgeknallt? Nee. Aber richtig draufgeknallt. Was ist das hier? Leck dich ja mal. Mach langsam. Ja. An der Oberfläche. Die Forelle haben wir bestimmt über 100 Mal an dem Tag angeworfen. Nach Sicherheit über 20 verschiedenen Gummis, die getestet worden sind, hat sie sich für den Köder letztendlich entschieden. Der Gummi ist von der Firma Probate. Wie viel hast du? Eine zweite jetzt. Eine kleine bitte, aber ich bin voll weggesaugt. Guck mal hier. Boah. Voll weggeballert. Guckst du die Kamera? Ja. Volle Granate. Es war ein super Angeltag mit netten Angelkollegen. Gefangen worden ist auch recht gut. Geschätzt haben wir, dass ungefähr 85% der Forellen gefangen worden sind. Überwiegend ist auf Gummis gefangen worden und geschleppten Teig. Die Forellen, die ein bisschen passiv unterwegs waren, konnten durch die Local Heroes mit Bienenmade gefangen werden. Wir werden das nächste Mal an Karfreitag wieder vor Ort sein und wenn alles gut läuft, werden wir auch wieder ein schönes Video drehen. Bis dann und tschüss!